Weil der Lüten ist ein Englisch verhindert. Der Lüten ist auch noch so ein Shirt, so ein Ultimate Guard Shirt. Ja, aber ja, Dings mal, fünf Grüßen größer als die. Also, ja, wir haben auch. Wie war erste Runde? Okay, ich hatte gegen Cyberdrake gespielt, er hat die erste Runde gepickt, erstes Game. Er gibt mir einfach Infinity und Emptiness. Und danach habe ich mit Beatdown gewonnen. Eigentlich war es schlecht. Oh, ich habe gegen Gladiator gespielt. Das war das erste Mal, dass ich mal ein Deck nicht durchlesen musste, Mann. Ich habe keine einzigen neuen Karten dabei. Es war perfekt. Ich kannte alle Karten. Ich habe ihn nicht gefreut. Hat gefasst. Läuft! Auf jeden Fall, Regionals ist echt voll heute. Ja, geht schon. Wie viele Spieler sind wir? 83? Irgendwie sowas. Boah, 81 Spieler, schon geil für den Regionals FC auf jeden Fall. Schon geil. Ja, natürlich, weil der Check immer Monster ist. Klar. Aber wenn Chara zu machen, keine Spaß mehr an. Kann man es ja machen? Definitiv. Oder du machst das nicht. Wie lief deine Runde so? Nicht gut. Gegen was hast du gespielt? Monarch. Was soll ich dazu noch sagen, oder? Ja. Nee, aber mein Gesicht sagt alles, oder? Bei dir? Ich hab gewonnen. Runde 2, jeder hat für Monarch als Gegner. Kann man in einer Runde 3 Dorf ausprobieren, oder? Wie ist das möglich? Es war ein zweiter oder dritter Zug, ich hab 3 Dinger kassiert. Update Runde 2, alle sind fertig, außer Chong. 5 Minuten fertig. Nein, das ist fertig. Hast du Monarchen jetzt? Hat denn der Gegner alles? Ja, unverdient, oder? Ja, ich tue nicht. Also ich ziehe halt einfach mal so 6 Karten in einem Zug, also, und dann zieht er halt die Karte, die er braucht. Knapp ein Timeout verloren, ja. Timeout gegen Monarchen kommt immer ins Timeout. Das ist kein Ziel mehr im Deck hier ab für die Monarchen. Diese Falle muss auch weg, Mann. Weiß man, Prime Monarch. Ja, Mann, diese Falle muss weg, Mann. So einfach so in der Battlefield, einfach so, Alter. Diese Karte ist drauf. Und die muss auch weg, Mann. Die muss auf 1 sein. Man muss so. Soul Exchange wieder zurück. Ja, aber probier aus, du greifst dich an, Leute. Aber Soul Exchange zielt, glaube ich, gell? Ja. Ja, Mann. Ja, die kann gerne gespielt werden. Die ist richtig scheiße. Oh mein Gott, Storm und Edge. Ey, Edge, Mann. Stormfall, auch bei der gegnerischen Runde. Ich überlege echt, Mann, wie kann man eigentlich mit den Monarchen so schlecht zielen? Geht, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, mit der neuen Engine ist viel besser, Mann. Mit den Quantum so. Instabil. Ich bin echt gespannt. Aber Yugi ist echt schlimm geworden. Richtig schlimm. Und die sind auch kein Spieler mehr. Die sind jetzt YouTuber. So ist es. Update nach Runde 3, wie steht's aus, Jungs? Schlecht, Mann. Ich hab gehört, du hast gegen den Linden verloren. Ja, Mann, Cosmo hat mir OTK gegeben. Ja, ich hab's gesehen, Mann, er konnte echt nichts machen. Er hat Feld leer abgegeben und dann tot, Mann. Vor Super, Teleport und Dingsmann auf der Hand, der Dark Destroyer. Bei dir, deine Leiden? Ich habe auch 2-3 kassiert. Kipite, der auch magischer Duft, also stark. Gegen was hast du gespielt? Gegen Phantom 1.
Fantasy Knights. Kann das Deck was oder hat er einfach nur zu viel zu ja, gut gezogen? Kannst du alle Karten? Ein, ja, ein Exit-Monster, 5 Sets, 4 Sets, keine Chance. Er hat auch zu Twist erste Runde gleich gehabt. Bei dir, Tati? Ich habe gerade gegen Speedroid gespielt. Ich habe gegen Speedroid wäre ein Tor gewesen. Ich habe ihn gewinnen lassen. Ich habe geglaubt, weil... Wie fandest du das Deck? Überraschend gut, oder? War schon interessant, weil die Flächen sich immer gegenseitig haben immer irgendwie Optionen. Sehr exklusiv war es. Er hat alles gesucht. Er war ja, hat immer alles gesucht, kann immer Optionen. Trishula kassiert. Trishula kassiert war. Ja, okay, war okay. War okay. Ich habe heute einfach... Creature Swap auch kassiert. Ja, wie er meint. Ich habe... Fühlt halt irgendwie, ihr läuft halt nicht so, also droppen gleich, hab keinen Sinn. Warum soll ich weiterspielen und Blödsinn eigentlich? Drehen wir ein paar krasse Videos und dann... Ja, und dann, dann gehst du nach Hause. Ja. Nee, aber sonst eigentlich alles cool. Ansonsten, was war deine Lieblingskarte heute? Boah, der BLS kommt echt zu krass, Mann. Zweimal, zwei bis dreimal kam das schon gut rein. Richtig saftig, die Karte. Wo ist der, wo ist der, wo ist der? Riesig tote Karte. Ja man, Reasoning 8, es kam Dark Destroyer, Tati war zerstört. Wenn er richtig liegt, ist tot. Das spiele ich doch lieber Ding, man, das spiele ich lieber Abstand. Nein! Wieder Monarchen gegen Cosmo. Dein Eindruck? Stormforce, Justice Fiend. Was soll ich dazu noch sagen? Oder? Verliert Cosmo. Ich weiß es nicht. Genau über den Meermessen mit Gunde und Runen. Er muss erstmal mal Jesse's Feed wegkriegen, wenn er den Out nicht hat. Dann sieht es schlecht aus, weil er kann dann wieder aufbauen, er kann weitermachen. Ich bin gespannt. Okay, in dem Zug hast du nicht geschafft. Also, du wieder endlich Plus. Ja. Zwei Feldkarten, keine Ahnung, 5 oder 6 Handkarten. Ja. Aber der muss im Gegensatz zu 5. Ganz schlecht. Ja, dann müsste ich erst wieder eine Karte. Da hast du halt, da hättest du halt nicht die Option auszuwählen. Ich finde Monarchen recht gut. Ich habe es selber noch nie gespielt, muss man mal testen, ob man da echt so schon drückt oder nicht. Aber anscheinend ja nicht. Wo ich noch entscheide, ist das Set falsch. Also ich sage die 20 als 10, kann ich mir zwar geben. Glaubst du, John gewinnt noch? Ich bin gespannt, was er sich jetzt holt, oder? Soul Charge. Wie steht's mit deinem Despot-Deck? Es waren ganz viele Leute da noch. Ich weiß, aber ich habe echt wenig Zeit, Mann. Sag das mal den Fans hier. Tut mir echt leid, Jungs, Alter, aber ich versuche echt mal was zu bauen oder mir ein paar Vorschläge zu holen. Aber kommt es noch? Ist das noch in Planung? Auf jeden Fall kommt es. Weil du hast ja jetzt gerade ein neues Deck am Start. Macht nichts, Mann. Ich brauche einfach nur wieder ein bisschen Zeit. Und dann kommt es schon. Auch Burning Abyss muss ich mir auch wieder anschauen. Burning Abyss, Despot, Dark Magician. Dark Magician, ich habe gehört, es wird zu teuer, das Ding. Aber sehr interessant. Zurück zum Spiel. Krasses Feld. Von wem? Von Chong. Noch nicht, der macht der aktuell gerade Soul Charge. Ich bin ja gespannt, was er holt. Das ist gut, das Ganze. Gute Leidenschaft. Von her? Saftige 5000. Aber krasses Feld. Kommst du, dass diese Karte eigentlich nicht gebannt ist? Welche? Soul Charge. Na, kommst du noch? Auch echt unfair. Er hat einfach so 5 Monster zurückbeschwunden. Stimmt schon. Ich überleg mal auch, ob ich die vielleicht mal teste, oder? Im Cosmo? Ja, Mann. Oh mein Gott, verrückte Ideen.
Ich habe heute gemerkt, ich habe drei Calls und zwei Oasen gespielt. Die kamen echt selten. Das Spiel ist einfach zu schnell geworden. Man verliert, es geht nur noch zwei, drei Züge oder ja, normal, Mann. Ja. Einzug meistens. Du musst alles in der höchsten Ding spielen, damit du sie auf die Hand kriegst. Weißt? Deswegen. Also Soul Charge wäre auch eine Idee. Ich muss echt testen. Ich habe einen neuen Namen für dich dann. Tati OTK. Ich darf auch nicht mal angreifen dann. Oh mein Gott. Aber egal, man kann so viele Faxen machen. Ja, Lancelot! Schon krass, wie man mit einer Karte so ein Comeback starten kann, oder? Ist es ein Comeback? Ich denke schon. Er muss das erst negieren, ja. Auch wenn es für den Band von ihm ist. Ich denke schon, dass es ein Comeback ist. Kann er sich noch endlich was suchen? Ja, schon, aber können die Despots jetzt abgehen und den mir einfach geben? Ich glaube schon. Er hat zwei Skills. Er hat ein gefülltes Extra-Deck. Er hat nur noch 2000 Life, glaube ich, oder so. Er hat Leveling Eyes verdeckt. Aber die wissen wir ja. Und ich denke, er ist tot. Bürgerbots. Gutes Deck. Ich habe ja auch neue von 10 Cent gezielt. Bürgerbots. Nur weil du heute einen auf Pro machen wolltest und Pepe spielst. Ja, Mann. Ich, wir sind kein krasses Team, Mann. Bisschen Spaß im Spiel, weil Leute. Laber nicht, Mann. Cosmo rasiert einfach. Laber doch nicht. Ey, was? Pack hast du was anderes gesagt, Mann. Cosmo, ey. Du, so hätte ich doch nur Pepe gespielt. Nein. Er hat gesagt, er war endzufrieden mit Cosmo. Er hat doch gesagt. So ein Scheiß, das Spiel hättest du verloren, Mann. Hast du deinen Effekt aktiviert, oder? Ja. Den hast du dann gerufen? Welches Monster hast du gerufen mit dem Master, oder? Hast du das dann als Exit verwendet? Es geht nicht. Und dann will er noch gecheaten, oder? Ja, hey, we lie, we steal, we cheat. Das ist unser Motto. Wie alt ist der? 3000. Piu, piu, piu. Bürgerbots. Bürgerbots. BB. Bagisch Bulut. Bürgerbots zu krass und die Gamma. Bagisch, ich habe ein neues Deck für dich gefunden. BB. 1-0 für Bürgerbots. 1-0 erst. Oder 2-0. Okay. Schade. Update, welche Runde ist das jetzt gerade gewesen? Das war Runde 5. Wie stehst du leider? 4-1. Gegen was hast du bisher heute so gespielt? Erste Runde PP, 2-0 habe ich gegeben. Dann zweite Runde PP habe ich 1-2 verloren, der hat mit das Game Tour angefangen. Dann Erzähl mir, das war doch ein hartes Geleide. Ja, er packt alles aus, hat drei Monster auf dem Feld, drei Sets. Ich hatte zwei Messier auf der Hand. Es war ein Bluff und zwei gute Karten, natürlich durch den Bluff und den Strike. Also halt, es war scheiße, dass ich den Bluff getroffen habe, hätte ich die zwei guten getroffen, wäre es wahrscheinlich Game. Ich schwör Tinken, set einen Call, hab noch einen Duck Destructor und Endphase, Effekt Tinken, der hat den nächsten Strike, Alter. Und dann nächste Note klar. Dritte Runde habe ich gegen Monarchen gespielt. Da habe ich 2-0 gewonnen. Da habe ich gegen euren Kumpel gespielt, den Nico. Er hat zweimal gebrickt. Monarchen halt? Ja. Da nächste Runde habe ich gegen Gay gespielt. Das war der mit Abstand langsamste Spiel überhaupt. Er hat 5 Minuten überlegt, was er mit Zier specialt. Obwohl es eigentlich eindeutig war, dass er halt den Dante specialt. Also es ging nicht das ganze Spiel so durch. Mhm. Und dann nächste Runde habe ich dann nochmal gegen Monarch gespielt, also jetzt Runde 5. Habe ich auch 2-0 gewonnen. Er hat auch zweimal. Bei erstes Game hat er gar nicht mal so hart gebrickt. Habe ich einfach besser gezogen. Und zweites Game hat er gebrickt. Habe ich Mask of Restrict gegeben und dann einfach das Game. Ja. Letzte Runde nur noch, oder? Eine Runde noch musst du gewinnen. Eine Runde dann. Wie ist so deine Meta-Einschätzung bis heute? Also aktuell? Sehr viel PP. Wenig Cosmo, sehr viel Monarchen, ab und zu das eine oder andere Mermaid habe ich gesehen und noch ein paar Random Decks halt. Eigentlich schon ziemlich ausgeglichen jetzt, finde ich. Und zurzeit bist du zufrieden mit Cosmo? Auf jeden Fall, also läuft gut. Was war mit YCS Prag? Wieso warst du nicht am Start? Kein Geld, Alter. Boah, das traurig, Mann. Ja, schon traurig. Haben wir Schluck, ne? Wann
wann ist das nächste große Turnier, wo man den berühmt-berüchtigten Lionel von Tio Ragnarok treffen kann? Wahrscheinlich Deutsche Meisterschaft. Oder wenn jetzt irgendwo noch in Deutschland auf eine Weiße S kommt, dann bin ich auch am Start. Sonst nächst, in zwei Wochen CCG Open, Grand Open in Köln? Köln, nee, Mann. Nicht? Keine Zeit, Alter, keine Zeit. Oida, schade, schade. Alles klar. Korrekt. So, und da immer der Sieger gegen den Sieger spielt. Ja. Sind es bei 3 und 4 Leuten, musst du wie viele Runden spielen, um einen eindeutigen Sieger zu haben? Bei drei und vier Leuten wären es ja dann 2 Runden. Korrekt. Ja. So, und das doppelt sich immer auf. Das heißt, bei über 4 bis einschließlich 8, okay, dann 3 Runden. Genau. Und dann wieder bei von 8 bis 16, wären es 4 Runden. Korrekt. Von 16 bis 32. Richtig. Dann 5 Runden, von ja. 32 bis 64. Sechs Runden. Und von was? Von, ja, von 64 bis 100? 28. Oh, ah, okay. Und da wir heute 83 Teilnehmer hatten, sind wir über der 64. Okay. Und noch bis einschließlich 100. Also sprich, wenn zum Beispiel ein Teilnehmer mehr als... kann dir eine ganze Runde mehr einbrocken quasi. Okay. Das heißt, wenn heute 65 Leute gekommen wären, ja, dann wäre es genauso viele Runden wie bei 83, wäre es genauso viele Runden wie bei 128. Gut zu wissen, gut zu wissen. Vielen Dank dir. Bitte. Vielen Dank. Ja. Gerne. Also noch viel Spaß. Danke. Ja. 64 bis 100. Okay, wir wollten schon abschließende Worte zum Vlog drehen. Nee, aber es gibt noch eine Runde. Eine Runde ja. Gibt's noch? Eine leidende Runde gibt's noch. Sprich, ja. Die können wir noch eigentlich hier aufnehmen. Da haben wir leider noch nichts gedreht. Ja, Mann. Und dann, ja, schauen wir mal. Was ist los? Ja, und jetzt? Ja, hast auch mal Glück in deinem Leben. Ja. Schauen wir mal, was jetzt hier unser Chong macht, oder? Runde 6. Runde 6. Eine Runde. Was genau? Sechste Runde, gegen was spielst du gerade? Gegen Monarchen. Gegen Monarchen. Wie steht's? Ja, das schaut doch ganz gut aus, oder? Ja, leider doch nicht so hart, Mann. Ja. Nicht so wie du. Ha? Nicht so wie du. Ich leide für dich. Heute war er nicht mehr hart. Aber egal. Fährst du gar nicht erst mal, oder? Fährst du bis Micheli oder nicht? Ja, ne, der Franke hat im Auto nicht schon weißes. Ich habe eine coole Wirkung. Ja. Wie lief das Turnier? Scheiße. Gib mal ein Fazit. Abschließende Worte. Fazit. Auf Regionals werden echt viele Monarchen gespielt. Nicht so viele Beta-Spieler. Und ich habe heute zu viel oft gebrickt. Also daher, Fazit, Regionals war geil. 83 Spieler, aber der Knie war nicht so gut. Hast du schlecht gebaut? Unvorbereitet oder was war los? Ich glaube, ich habe relativ gut gebaut, aber halt echt zu oft gebrickt. Zu viele Vanillas getrunken, keine Kombos gehabt. Gegner hat zu krasse Karten gezogen. Nächstes Turnier, was wirst du spielen? Ich glaube, ich werde wieder zurück auf Cosmo spielen. Cosmo echt einfachste Deck. Einfach Gegner und die Karten und dann einfach chillen. Ein paar Videos drehen mit Tom. Tati, deine abschließenden Worte zu der Regional? Heute? Ja, ich glaube, es war ein ganz cooles Turnier, waren über 8 Leute da, die Minuten gespielt. Ich habe leider gedroppt, knapp die dritte Runde. Keinen guten Tag erwischt, ja, die anderen schon. Die Leute, wie immer halt hier im FT, finde ich cool.
werden immer mehr. Ja. Metatechnisch, was ging ab? Ich habe jetzt mal vorne ein bisschen zugeschaut da. Ich habe Cosmo gesehen, Sippe gesehen, ich habe Monaco gesehen, ich habe BA gesehen. Also habe alles vertreten. Es ist jetzt nicht irgendwie alles nur HP oder nur Cosmo, sondern wirklich alles vertreten. Finde ich gut eigentlich. Ja, es wird schwerer für einen, jetzt immer ein gutes Side-Deck zu bauen, ein gutes Main-Deck zu bauen. Einfach halt, dass alles passt, alles stimmig ist. Aber so ist Yu-Gi-Oh! Finde ich geil. Ja. Neue Herausforderung ja, für die nächsten Turniere. Nächstes Event. Was wirst du spielen? Wie wirst du spielen? Hast du schon Ideen im Kopf? Auf jeden Fall, ich bleib bei Cosmo. Ja. Ich würde gerne auch mal ein anderes Deck spielen, aber Pepe bin ich so unerfahren. Wirst du irgendwann mal wieder Bär auspacken? Ich denke, wenn Bär Tris rauskommt, schon, werde ich antesten auf jeden Fall. Ich habe ja noch alle Karten da. Mit Bär Tris denke ich mal nochmal eine, wird es ein bisschen verstärken. Wie und wann und wie man spielt und ob es richtig krass wird oder nicht, werde ich dann sehen. Ja. Aber Cosmo bleibt mein Nummer 1 Deck momentan. Ist immer noch stabil. Ich habe ein paar Veränderungen im Kopf. Ja, werde ich auch jetzt mal ein bisschen testen. Jetzt vielleicht bei der Frage fahren wir nach Köln auf das CCC-Turnier. Grand Open. Genau. Da werde ich auf jeden Fall dann meine neuen Ideen einbringen und hoffe, dass es besser läuft. Alter, was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer, liken, subscribe, kommentieren. Erzählt uns, was ihr von unserem Video haltet. Ansonsten, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und natürlich unsere Sponsoren, alles unten in der Beschreibung. Und ansonsten, bleibt wie es ist.